Das ist die Geschichte eines Helden. Ein Held, der seinen Widersachern überlegen ist. Gestellt und geformt durch jahrelanges Training, lässt er seine Gegner erzittern. Denn seine Superkraft ist... Okay, steile These, ich geb's zu, nicht gerade so eine tolle Fähigkeit wie Fliegen oder Unsichtbarkeit, aber was passiert eigentlich, wenn wir üben? Durch Üben werden wir effizienter. Unser Körper benutzt zur Durchführung der Bewegung weniger Energie. Ein geübter Pianist benötigt weniger Muskelenergie und Sauerstoff zum Spielen einer Passage als ein Anfänger. Das Hirn arbeitet wie ein gut geölter Motor, reibungslos, es flutscht. Und manchmal flutscht es so, dass man völlig im Üben aufgeht. Diesen Zustand sucht jeder Musiker, dieses Gefühl, das Einssein mit dem Instrument, ohne Ablenkung, ohne ein Gefühl von Arbeit oder von Mühe. Diesen Zustand nennt man Flow und er ist die ultimative Droge. Aber seien wir mal ehrlich, oft fühlt sich Üben eher so an. Wie also geht erfolgreiches Üben? Motivation kommt und geht. Wir suchen ständig nach neuen Wegen, um uns zu motivieren. Aber musst du dich motivieren, deine Zähne zu putzen? Oder dir morgens die Haare zu kämmen? Musst du dich motivieren, dir eine Hose anzuziehen, bevor du aus dem Haus gehst? Nein. Du hast diese Dinge irgendwann in deinen Alltag integriert, und zwar durch ständige Wiederholung. Sie werden zur Routine. Mächtiger als Motivation sind Disziplin und Gewohnheiten. Die kleinen Dinge, die du jeden Tag machst, die bestimmen, wer du bist. Als Musiker ist tägliches Üben im besten Fall eine dieser Gewohnheiten. Ein Musiker, der jeden Tag nur 30 Minuten übt, kommt nach 3 Jahren schon auf 550 Stunden am Instrument. Üben wird zur täglichen Gewohnheit wie das Zähneputzen. Aber stumpfe Wiederholung ist nicht genug. Wer übt, ist gewohnt, sich genaue Ziele zu setzen. Schon nach kurzer Zeit wirst du lernen, dass Ideen wie "Ich will in 3 Tagen Klavier spielen lernen, um das Mädchen aus der Parallelklasse zu beeindrucken" nicht wirklich funktionieren. Ziele setzen heißt verstehen, was es braucht, um besser zu werden, und sich dann für die wichtigsten Fähigkeiten zu entscheiden. Dekonstruktion heißt das Zauberwort und meint, eine Tätigkeit so in ihre Kleinteile zu zerlegen, dass die Struktur offengelegt wird und jedes der Teile für sich eine gut zu bewältigende Portion ist, an der man sich dann nicht mehr verschluckt. Du musst entscheiden, was davon ist gerade wichtig für deine Entwicklung. Wenn du höher springen willst, ist es vielleicht nicht unbedingt schlau, an deinen Minecraft-Skills zu arbeiten. Ein Ziel kann zum Beispiel sein, ich will diesen Ton heute sauber treffen. Ich will diesen Rhythmus in der linken Hand korrekt ausführen. Ich will die erste Seite des neuen Stückes im langsamen Tempo durchspielen. Als Musiker legst du beim Üben im Minutentakt Ziele fest. Selbst wenn du wöchentlich Unterricht hast, bist du doch die meiste Zeit alleine mit deinem Instrument. Dein Lehrer sieht im besten Fall das Endergebnis deines Übens. Manchmal sieht er auch den Weg, wenn du nicht geübt hast und im Unterricht anfängst zu üben. Kommt ehrlich gesagt sogar ziemlich oft vor. Dennoch lernst du mit der Zeit, immer mehr dein eigener Lehrer zu sein. Das bedeutet, dass du lernst, dich selbst zu verbessern. Du lernst, so geduldig zu üben, dass deine Konzentration ausreicht, Fehler zu bemerken und vor allem zu verstehen. Warum stolperst du immer über diesen Rhythmus? Verstehst du den Rhythmus? Kannst du ihn also klopfen oder sprechen oder singen oder von mir aus auch tanzen? Oder ist das Problem,
dass deine Hand und dein Kopf nicht zusammenfinden. Also ist das Problem mechanisch. Was musst du tun, damit es klappt? Üben, das ist Problemlösen auf höchster Stufe. Erfahrene Musiker betrachten Fehler und Stolperfallen aus irre vielen Perspektiven gleichzeitig und entwickeln Strategien und Wege, um mit ihnen umzugehen. Fehler sind also dazu da, dich auf den richtigen Pfad zu lenken und dich mit immer mehr Werkzeugen auszustatten. Mit jedem Fehler, den du löst, machst du einen kleinen Schritt auf dem Weg zum Meister. Du wächst an den Widerständen. Ein großer Unterschied zwischen dem Meister und dem Schüler ist die Fähigkeit, sich über lange Zeit ununterbrochen zu konzentrieren. Denn je mehr Minuten du fokussiert mit deiner Tätigkeit verbringst, desto mehr lernst du währenddessen. Konzentration ist gleich Qualität. Dazu müssen wir unser Hirn austricksen. Das sucht nämlich nach allem, was diese kleinen kurzen Glücksgefühle auslöst, wie zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht, ein Instagram-Like, ein Facebook-Post, ein YouTube-Abo oder ein witziges Meme. Das permanente Ausschütten des Glückshormons geht aber zulasten deiner Konzentrationsfähigkeit. Das Hirn stumpft von Minute zu Minute mehr ab und sucht nach der nächsten Ladung kleines Glück. Es will auf gar keinen Fall irgendwas Schwieriges oder Anstrengendes machen. Hast du schon mal versucht zu lernen, nachdem du eine Stunde auf Instagram gescrollt hast? Na, viel Erfolg! Sich von Ablenkungen frei zu machen, das ist eine der wichtigsten Dinge beim Üben. Die Fähigkeit, sich ununterbrochen einer Tätigkeit zu widmen, ist der Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern. Und das ist in unserer Welt eine echte Superkraft. Wenn du einmal den Weg verstanden hast, wirst du ihn in allem sehen. Was du beim Musikmachen lernst, nützt dir für dein ganzes Leben. Du hast gelernt, wie du lernst. Etwas, was eine unglaublich komplexe Kombination aus Muskelbewegungen, Wissen und Konzentration erfordert, hast du tagtäglich angegangen. Musik machen. Du hast Üben verstanden. Was soll es denn jetzt noch geben, was du nicht schaffen kannst? Musik ist eine Superkraft. Denn was du hier lernst, kannst du auf alle anderen Lebensbereiche anwenden. Denn auch für den Erfolg im Sport oder für das Erreichen deiner Ziele in Schule, Studium und Beruf gelten die gleichen Prinzipien. Üben macht Meister. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir ein Like da. Und wenn ihr Lust habt, abonniert auch gleich meinen Channel, dann verpasst ihr auch nichts. Vielen Dank und bis bald!